Meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Rayman Origins. Das nächste Level ist folgendes: Baba Ballermann. Also, da würde ich erstmal sagen, der Name gefällt mir nicht so gut, aber nevermind. Ballermann ist ja das letzte auf der Welt, wo ich hinfahren würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil ich partout was gegen Partyurlaub hätte, aber Ballermann, nee, du. Nee, 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 nee. Wo, sag mal, kann man hier sterben? Ja, kann man, Leute. Na gut. Ah, wieder so ein Level. Da bin ich ja kein Fan von. Gut, die wollte ich eigentlich in einem, in a row wegballern. So wollte ich das. Okay, den kann man irgendwie nicht wegballern. For fuck's sake, was mache ich hier? Ich sollte viel öfter von dieser Saugfunktion Gebrauch machen. Okay, das funktioniert nicht. Hier oben ist nichts. Sag mal, wieso konnte ich diesen dämlichen Vogel denn nicht abballern? Meine Güte. Okay, das sind so ein paar Sachen. Da muss man sich wirklich, muss man erstmal wirklich herausfinden, wie das funktioniert. Okay, zack. Das habe ich verkackt. Ah, das ging auch nicht so. Also. Ah, sehr schön. Wir haben schon ein Safe State hier. Das wird bei Zoe schwer werden. Hier an was ran, an die Goldmedaille zu kommen, meine Liebe. Das sehe ich jetzt schon kommen. Okay, das war besser als das davor. Zack, zack, zack. Okay. Haben wir wieder was? Bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich alles davon erwischt habe. Oh mein Gott. Ne, das krieg ich nicht. Doch, krieg ich. Ha! Eat that! Zack. Ist das wieder ein riesen Vogel, den wir hier erledigen müssen? Scheiße. Okay, das verkacke ich hier gerade aber wirklich legendär.
Hätte man nicht 350. Scheiße. Oh mein Gott. Aber jetzt haben wir 350, also 3 Käfige sind uns wahrscheinlich sicher. Oh mein Gott, schon was, solche Level hasse ich. Solche Level hasse ich. Ich hasse sie ohne Scheiß. Da kriege ich immer... So ein bisschen Kopfweh, du. Ja, aber die nötigen für die 3 Käfige müsste ich haben. Die nötigen Elektrons. War nicht gut, aber da ist halt in diesem Level war es halt auch wieder so, wenn du nicht wusstest. Oh, wir haben sogar Gold. Nevermind. Wenn du bei diesem Level nicht wusstest, wo die Elektroons sind und was es da für Secrets gibt, dann war es echt schwer, da alles einzusammeln. Aber schön, dass wir es hier hinbekommen haben. Aber generell, diese Fluglevel sind eh nicht so meins, muss ich sagen. Sie sind schön. Wenn sie ab und zu da sind, und das ist ja in diesem Spiel auch so, aber irgendwie mehrmals, na, da wäre ich dann nicht so begeistert, muss ich sagen. Also wenn es die, wenn es irgendwie jedes zweite Level so ein Moskito-Fluglevel wäre, das wäre nicht so cool. Sehr schön. Damit sind wir mit den Dünen fertig und können in die nächste Welt gehen, das Leckermaulland. Scheint so eine Art Süßigkeitenland zu sein. Kühle Köstlichkeit, mal schauen. Gab es ja auch bei Rayman 1, das letzte Level war ja auch so eine Süßigkeitenburg. Hab ich dadurch jetzt eingesammelt? Jo. Oh Gott, das ist natürlich wieder ein absolutes... Ein absoluter Albtraum. Fürs Momentum, muss man ganz klar sagen. Wenn du da musst du eigentlich mit dem. Mit dem Sliden arbeiten. Das habe ich nämlich fast. Ja, und zack, ist der Scheiß schon weg, ey. Nein! Ja komm, dann machen wir gleich nochmal. Das geht nicht. Das habe ich verkackt. Das machen wir jetzt nochmal da oben. Na, also, geht doch. Naja, besser einen als gar keinen. Okay, damit komme ich klar. Das ist in Ordnung. Ein, zwei Looms haben wir hier verpasst, aber... Da habe ich schon verkackt hier. Meine Güte, so habe ich ja alles hier. Das darf man also nicht.
da muss ich doch ein bisschen mehr. Ja, nice. Okay, da, wenn du da nur ein Stückchen zu lange bleibst, verlierst du direkt ein Leben. Okay, das warte ich nochmal. Okay. Ach nee. Noch eine Fee. Geifer mich nicht so an, sagte. Da habe ich den falschen Weg ausgewählt. Da muss ich da oben lang, denn da ist die Münze. Kann ich da nur einen? Ich muss da ja einfach, weil das ja so ein Verfolgungslevel ist. Das heißt, ich werde von der Wand hinter mir eingeholt, nach und nach. Und schon verkackt. Da muss ich hoch. Darf ich nicht mein Momentum verlieren. Okay. Close. Wollte mich verarschen. Daran scheitert's jetzt. Am Arsch, ey. Oh my gosh. Wenigstens habe ich das jetzt anscheinend so weit raus. Da weiß ich, dass ich da nicht hoch muss. Zack, 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 zack. Ich bin so ein Mongo, ey. Es gibt's doch gar nicht. Was mache ich denn da für einen Scheiß, ehrlich? Meine Güte. Das darf doch nicht wahr sein, for fuck's sake. Es liegt hier alles wieder am Momentum. Wenn du das Momentum bei Rayman verlierst, das war aber schon in jedem Rayman so. Nehme ich lieber die Totenkopfmünze als nee, da habe ich es gesehen. Na also. Mann. Junge, Junge. Na, was gibt's jetzt für eine Ability? Kraft zu Größe. Ach so, Größe verändern. Also können wir uns jetzt schrumpfen auch. Ah ja, hier. Werden wir kleiner automatisch.
Sag mal, ihr hört doch auch hier dieses Käfiggeräusch, oder nicht? So, wo soll das sein? Da oben nicht. Da war eine Münze, aber hier ist doch kein Käfig mehr, oder? Nö. Weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Hier. Meinte er das Ding hier? Ist das schon fürs nächste Level weiter gewesen? Keine Ahnung. Zack. Und ich weiß nicht, ob mir jetzt noch ein Käfig fehlt. Also, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass zwei so direkt hintereinander sind. Wenn ich ehrlich bin. Also gehen wir mal einfach mal davon aus, dass da keiner war und dass dieses Geräusch irgendwie auf diese Öffnung hier hingewiesen hat. Oh mein Gott. Okay, die geht unter. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Zack, zack, zack. Boah, die Jumps, die er hinbekommt, ne? Die sind natürlich auch nice. Aber das kann ich mir natürlich auch nicht leisten hier. Ich glaube, du kannst auch mit Rayman jetzt Wände hochlaufen. Nice. Das kann ich ja nochmal machen. Das wusste ich nicht. Woher soll ich das denn wissen, dass diese scheiß Tröte einen reinzieht, ey? Ich hätte gedacht jetzt, dass man da irgendwie drauf muss, aber... Kannst du ja nicht ahnen. Jetzt habe ich schon wieder verkackt, ey. Meine Güte. Zack, das war sogar besser als das letzte Mal, weil ich jetzt noch das extra Herz bekommen habe. Ach so, hier. Da muss ich mich, meine Güte. Da ist nichts. Da auch nicht. Weiß nicht, wie man sich die holt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht muss ich von der anderen Seite ran. Nee. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
Ja, allein schon da oben nicht gegenzustoßen, ne? Aber das halte ich noch für machbar. Aber dann, da runter, dann von da den Backjump zu machen, ne? Ne, never ever. Aber auch so nicht. Ne, das funktioniert nicht. Vielleicht mehr Speed. Aha. So kann ich es mir am ehesten vorstellen. Aber wie bekomme ich dann den Backjump? Ne. Vielleicht, ah, okay. Vielleicht darf ich gar nicht so nah dran. Und das heißt, ich darf auch nicht von, darf mich auf keinen Fall von hier unten nähern. Ja. Ich hab's mir fast gedacht jetzt am Ende. Was ist hier? Ah. Käfig. Damit ist aber auch klar. Dass wir keinen übersehen haben vorhin. Da war ich mir nicht ganz sicher. Zack, 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 zack. Okay. Da war ich mir jetzt, bin ich mir wiederum nicht sicher, ob da oben nicht was ist, aber da, oh doch, vielleicht doch. Nee. Aber Kinder, das riecht nach Gold eigentlich. Wenn jetzt hier noch was kommt. Nee, okay, ist doch kein Gold. Vergesst, was ich gesagt habe. Neun fehlen uns für Gold. Schade. Ich weiß allerdings nicht, wo ich so viel übersehen habe, weil normalerweise reicht es ja immer in einem Level üppig für Gold, aber hier habe ich definitiv welche übersehen. Ja, mindestens 30, also mindestens eine goldene Münze. 25 ist eine goldene Münze und dann noch vielleicht ein paar hier und dort. Mindestens. Weil ich denke, insgesamt kommt man immer so auf 400 Looms und ich habe nur 341. Und 42 hier. Aber egal. Leute, wir sind ja nicht zu anspruchsvoll. Da kann man sich nochmal irgendwann Gedanken drüber machen, ob man vielleicht ganz am Ende nochmal versucht, überall die Goldmedaillen zu sammeln. Aber mir reichen die Käfige. Liebe Leute, da mache ich an dieser Stelle jetzt auch erstmal einen Cut und wir machen dann beim nächsten Part mit dem nächsten Level weiter. Das da lautet rasende Bedienung. Ich freue mich auf euch im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Ciao.